Das Set sieht aus wie Arsch. Kira, ich möchte dir nicht zu nahe treten, ne? Aber deine Mutter sieht aus wie Arsch. Deine Mutter sieht aus wie ein polnischer Gewichtsheber, der mit Vornamen Laschikow heißt, okay? Yomitashi, gleich mein erstes Date und das mit 30. Kannst du mir einen Tipp geben? Ach du Scheiße. Yomitashi, gleich mein erstes Date und das mit 30. Ey, Herr Schlangenmann, guck mal, ich gebe dir jetzt einen Tipp. Hör mir genau zu. Hör mir genau zu. Hör mir genau zu, okay? Herr Schlangenmann, 30 Jahre alt. Erstes Date. Ich habe mir überlegt, nach dem heutigen Stream, der ja schon seit 7 Stunden geht und wo wir uns jetzt gerade seit einer Stunde von Satarion verprügeln lassen, habe ich mir überlegt, hole ich mir gleich einen Schlagbohrer, mache ein Loch in die Wand und bumse da einfach rein. Wie hört sich das für euch an? Fancis fragt mich, braucht ihr noch ein Parler-Heel? Ich frage ihn, bist du big? Er schreibt, bin 1,70 groß. Mit High Heels 1,80. Vielen lieben Dank, das weiß ich sehr zu schätzen. Eine Minute, bis auch wir das erleben. Die Polizei jagt einem Mann auf der Straße hinterher. Chico versucht zu helfen. Spiel da Fang in Orgrimmar oder was ist... Was? Ich sag mir mal ganz ehrlich, ja? Schönste Ecke? Timmendorf. Boah, Junge. Timmendorfer Strand. Boah, Junge, wie geil. Ach du Scheiße. Da gibt's um 8 Uhr morgens schon Aperol Spritz. Jungs, wann Viewer-Treffen in Timmendorf? Jungs und Mädels, hör mir mal ganz kurz zu. Und an die Mods, klippt das gerne und schickt mir das bei Discord. Für die Leute, die das nicht wissen, ja? Wir machen ab dem 1.12. starten wir einen Mitashi 12 Kreativ-Contest. Wir starten einen Mitashi 12 Kreativ-Contest, bei dem ihr, wenn ihr möchtet, ein Foto oder ein Bild bearbeiten, malen oder machen könnt, einen Song aufnehmen könnt, ein Video aufnehmen könnt, was auch immer. Okay, es geht um kreativ sein und dass ich es erkennen kann, via Foto oder was auch immer. Die Person, die das coolste und kreativste kreiert, kriegt von mir ein Weihnachtsgeschenk bezahlt. Im Wert von 500 Euro. Wisst ihr, ich meine, es macht dann so Geräusche im Bauch. Und Bro, ich schwöre euch, ich habe da maximal einen Teller gegessen und 2 fucking Gläser Cola für 25 Euro. Weil dann muss ich nach Hause, weil das Popoloch hat gekribbelt. Wisst ihr, ich meine? Dann gehe ich nach Hause und ach du Scheiße. Junge, ich habe Fritteusenfett geschissen. Ach du, also so könnt ihr euch die Konsistenz und das Aussehen vorstellen. Fritteusenfett. Junge, die Toilette hat schon geweint. Hilfe, bitte. Wann geht dieser Fettarsch von mir runter? Wisst ihr, was heftig ist? Ihr holt euch so einen französischen Weichkäse von Juramont, ja? Dieser komische mit dem Cordelion geht auch, dieser komische Löwe. Dann packt ihr den in eine Dingens. Jungs, guck mal, ihr müsst einmal kurz zuhören. Hört mir mal ganz kurz zu. Ich werde euch jetzt das erzählen, das wird euer Leben verändern. Believe me. Auflaufform, französischer Weichkäse in die Mitte. Einritzen, ja? Dann macht ihr da oben drauf Honig. Ganz viel. Viel ist wichtig. Sehr viel Honig. Sehr viel Honig. Dann kommen darüber klein gehackte Pistazien. Ihr müsst die schälen und dann. Und dann darüber. Like this. Und dann Salz und Olivenöl. 10 Minuten in den Ofen. Und ich schwöre euch, es schmeckt wie in einem Restaurant. Ich schwöre euch auf alles, das ist so schnell und so geisteskrank. Ihr müsst gar nicht ins Restaurant gehen. Also, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber prinzipiell ist es in Deutschland immer so. Wenn es kalt wird, dann sieht man das nicht kommen. So, weißt du, vor 2, 3 Tagen war es noch 10, 15 Grad, auf einmal ist Minusgrade. Und wenn das so ist, platzt mir die ganze Haut auf. Meine Hände, die bluten, Digga, weil es so trocken ist, weil meine Haut, au, 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 au. Geisteskrank, kalt gerade draußen, ne? Ja, ich hoffe, es wird bald wieder Werner. Was? Oh mein Gott, Terze, ey. Yeah, ich lebe noch! Prinzipiell gesehen war das ja kein Wipe, ne? Weil ich bin ja noch da. Hallo, 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 hallo. Verpiss dich mal. Ja, verpiss dich mal jetzt hier. Verpiss dich mal. Wo laufe ich überhaupt hin? Bro, falsche Richtung. Ach du Scheiße. Kiten wie beim Marathon Boost. Fuck mal, bitte lass mich raus. Bitte lass mich raus. Fucking easy. Wo will der Gewinner denn das Giveaway haben? Der Gewinner von gestern, Mayel, und möchte 1 Million Gold haben auf Antoni das Allianz. Ein Allianzler. Scheiß mal auf den. Ach du Scheiße, das ist ein Allianzler. Scheiß mal auf den. Hilfe bitte. Schatz, sag mal, wie hart muss ich saugen, um einen Sub gegiftet zu bekommen? Hast sagt da gar nicht. Du lässt einfach einen schönen Satz da, wie du es gerade gemacht hast, und dann hole ich dir gleich einen weg. Digga, Wahrheit hier. Die Wahrheit. Nur die... Junge, die einzige Wahrheit ist, Digga, dass Allianz besser ist als Hordler. Ihr Schielköpfe.